Hallo und herzlich willkommen zu Teil 34 von Lego Star Wars The Skywalker Saga. Wir sind auf Dagobah und machen uns jetzt auf den Weg zu Darth Vader. Eigentlich wollen wir Leia und Han Solo retten, aber ja, das machen wir dann erst in Episode 6. Han Solo retten. Jetzt zuerst mal kümmern wir uns um Darth Vader. Oh, der Yoda, wie er angibt. Was, ich kann es auch nach unten machen? Nee. Ah, das kriegt doch Luke gar nicht hin. Ja. Der bewegt sich auch nur ein kleines bisschen. Wie er klatscht. Jawohl, Yoda. Als ob das Ding einfach so noch fair da fliegt, oder? Das Ding war einfach jetzt... Wie lang war er da? Ein halbes Jahr? Ein halbes Jahr im Sumpf? Oder war er nur ein paar Wochen da? Also das glaube ich einfach nicht. Darum du versagst. Na klar, Yoda. Genau darum. Tschüss, mach's gut. Ich werde zurückkehren. Das verspreche ich. Mit Sonnenbrille aufzieht. Dieser Junge ist unsere letzte Hoffnung. Nein, es gibt noch eine andere. Wie so aussah, als hätte das Ding in ihm drin gesteckt. Hätte er die Pflanze in den Bauch gekriegt. Es gibt noch eine andere, aber das, also, wenn Luke stirbt, dann bringt es ja nichts. Die Macht ist mit dir, junger Skywalker. Nein, ich bin dein Vater. Darth Vader. Gib dich der dunklen Seite hin. Das habe ich nie verstanden. Kann man nicht auch ihn irgendwie hassen und trotzdem nicht der dunklen Seite verfallen? Geht das nicht? Das war schon echt ein deutlich coolerer Kampf damals als der Obi-Wan-Kampf. Ah, stimmt, hier verliert er auch sein Lichtschwert, gell? Ups, sorry. Hier verliert er auch schon sein Lichtschwert. Baut er sich eigentlich selber? Das wird eigentlich auch nie thematisiert, gell? Aber er baut sich, glaube ich, selber eins. Das Grüne. Max Blau ja eigentlich mehr. Also ich würde eher Blau tragen. Nee, ich würde Rot und Blau tragen. Ich würde ein Rotes und ein Blaues tragen. Nein! Allzu leicht. Vielleicht bist du doch nicht so stark, wie der Imperator dachte. R2, du musst dieses Ding aushalten. Ich habe einen R2 dabei, der macht es für mich. Der wird auch gegen Vader kämpfen, wenn es drauf ankommt. Beeil dich, R2! Ja, kein Stress. Ich bin jetzt auch kein Zauberer. Seien wir wieder hochgefahren. Beeindruckend. Höchst beeindruckend. Und tschüss. Aber wie komme ich hier wieder auf meine Steinchen? Oder nicht enttäuscht. Na, so vielleicht. Indem wir einfach nicht Vader hinterhergehen, sondern hier ein Loch ausschneiden. Hä, das ist so random manchmal. Ich komme hier gerade überhaupt nicht nach links. Hä, hallo? Oder muss ich... The fuck? Okay. Ist einfach nur ein kleines Loch. Alles klar. Hab
Okay, R2. Suchen wir ihn. Ah, muss ich tatsächlich da durch. Weil hier gucke ich mich jetzt noch ein bisschen um. Da ist doch was versteckt, oder nicht? Hätte ich wetten können, dass da irgendwas versteckt ist. Nein, was? Das hat mich gekillt? Yay! Oh, das war trotzdem gemein, dass mich das gekillt hat. Ich kann da hoch, aber... Ne, ich glaube, das lasse ich, oder? Sollte ich mich da oben noch ein bisschen umgucken? Keine Ahnung. Ja, gucken wir mal kurz. Gucken wir mal ganz kurz, vielleicht finden wir ja irgendwas Schönes. Aber ich denke, wir kämpfen da nachher eh nochmal. Oder? Da hinten ist das doch irgendwo, wo er dann runterfällt. Ich habe es gar nicht mehr so genau im Kopf. Beziehungsweise er fällt ja nicht runter, er springt ja runter. Erforsche deine Gefühle, junger Skywalker. So, komm mal her, R2. Mach mal da nochmal auf. Wir gucken, ob wir da noch ein bisschen was anderes finden. Das kleine nur, ja. Das Einzige, was man machen kann, ist, dass man es irgendwie schnell macht. Schneller macht. Es gehen beide Wege, gell? Nur der mittlere nicht. Dann nehmen wir mal den linken. Ja, weg mit euch. Ich will euch nicht kaputt hauen. Ganz ruhig, Leute, ganz ruhig. Ich wollte gerade sagen, explodiert das Ding jetzt. Aber wie es aussieht, nicht. So, eins von hier. Eins von drei haben wir schon. Was sind das eigentlich für Typen? Ich weiß gerade gar nicht. Sind die hier Einwohner auf Bespin? Ich muss da unbedingt mal gucken, ob da nicht doch irgendwas zu dem Planeten steht. Hätte ich Lust drauf, das so ein bisschen zu durchforschen. Was ist aufgegangen? Ah, okay. Ich denke mal, R2 sollte hier draufstehen. Der wird sich da wahrscheinlich nicht verstehen können. Danke, R2. So, es ist nächste Runde. Sehr ruhig. Wie man das Atmen einfach so krass hört. Schon ein bisschen eindrücklich, gell? Dieses Atmen von Vader. Da kann man schon ein bisschen Angst kriegen. Ich kann gerade gar nicht rennen. Ich kann hier nur so langsam laufen. Oh oh. Obi-Wan hat dich viel gelehrt. Du vermagst deine Angst zu beherrschen. Lass deinem Zorn jetzt freien Lauf. Obi-Wan hat dich viel gelehrt. Eigentlich hat mich Obi-Wan gar nicht so viel gelehrt. Eigentlich hat Yoda mich mehr gelehrt. Aber eigentlich braucht Luke auch gar nicht so viel Lernstunden. Der kann es einfach so. Wow. Die Kamera gerade. Okay, was ist das? Der will, dass ich herkomme zu ihm, ha? Ja, wie es überhaupt nichts bringt, wie er sich selber das Ding auf den Kopf gehauen hat. Ah, okay, ich muss ihn also... Ich muss es also zurückwerfen, das ist also der Plan.
Yeah, wie cool war das? Dieser doppelte Rückwärtssalto. Nein! Es gibt kein Entkommen. Zwing mich nicht, dich zu zerstören. Wie es ein Klavier ist. Zwing mich nicht, dich zu zerstören. Hey, ich drück doch ganz oft. Kann jetzt sein, dass das nicht reicht. Okay. Ich muss wohl rausfliegen. Ich muss mich daran erinnern, was Yoda mich gelehrt hat. Kein Zorn, keine Furcht. Los, R2, hinterher! Kein Zorn und keine Furcht. Jetzt bin ich noch Held eigentlich. Jetzt bin ich halt kein Held mehr, gell? Jetzt bin ich nur noch Jedi. Viel Spam. Oha, was wird denn das für ein Wandlauf? Das ist ja krass. Das ist ja richtig cool. Voll nett, dass er zwar mit hier rüber kann, ja? Braucht denn sogar jetzt? Hui! Wir putzen. Muss alles schön sauber sein. Dieses Ding hier zu putzen, Alter. Von Hand. Guckt euch das an. Was glaubt ihr, wie lange ihr braucht, um das alles hier zu putzen? Da hätte ich wirklich keinen Bock drauf, das zu machen. Wirklich nett. Würde ich mich weigern. Oh, TIE Fighter. Aber wir brauchen eigentlich gar keine Dinge mehr kaputt hauen, ne? Da vorne ist das, glaube ich, gell? Irgendwo da springt er dann runter. Er ist hier irgendwo. Ich kann ihn spüren. Ich kann ihn spüren. Ich spüre die Erschütterung in der Nacht. Der große 410, 411, 410 Liegestützen, ey. Respekt. Was hier? What? Wer braucht so viele Umhänge? Ohne Witz, what the fuck? Wie ein riesiges Bild von sich an der Wand hat, ey. Ja, ach was. Aber ich mach die Umhänge trotzdem kaputt. Kann er sich neue kaufen, da freut er sich. Der Lando Calrissian. Ist er rechts oder links? Ich glaube, vielleicht müssen wir alle aktivieren. Okay. Hey, was spielt ihr da? Hier irgendwo sein. Yo, das ist so Air-Hockey. Air-Hockey ist richtig cool. Ich nehme sogar Arcade-Automaten. Hätte ich Lust drauf, irgendein Arcade-Spiel zu spielen. Oh oh. Hä, warum zittert er geschlagen. Es ist sinnlos, Widerstand zu leisten. Du bist geschlagen. Es ist sinnlos, Widerstand zu leisten. Oha, wie mich nach hinten haut. Ich bin ihm halt noch nicht gewachsen. Wie er über mich drüber läuft. Ich bin viel zu schnell. Okay, ich mach gar nichts, geht von selber zurück. Lass dich nicht zerstören, wie einst Obi-Wan. Was redet er von zerstören? Ach so. Ja, okay, weil wir Lego-Steine sind. Jetzt verstehe ich. Wir sind ja keine Menschen. Er will mich ja nicht töten, er will mich zerstören. Das ist ein Kinderspiel. Ich verstehe. Lass dich nicht zerstören, wie einst die Kamera. Diese komplett eskaliert.
Gleich wird besiegt Lord Vader. Aber ich verliere, ich weiß. Und der Arm ist ab. Verbünde dich mit mir und ich werde deine Ausbildung beenden. Obi-Wan hat dir nie erzählt, was wirklich mit deinem Vater passiert ist. Er hat mir gesagt, dass sie ihn umgebracht haben. Nein, ich bin dein Vater. Nein. Nein, das ist nicht wahr. Niemals. Verbünde dich mit mir. Gemeinsam können wir als Vater und Sohn über die Galaxis herrschen. Was? Wie er hier eigentlich ihm die Hand geben will. Nur wegen Erzmo. Leia! Luke, wir müssen sofort zurück. Stimmt, sie spürt ihn. Bereit für Lichtgeschwindigkeit. Und wieder Hyperraumantrieb kaputt. Sie sagten, sie hätten es hingekriegt. Jawohl, R2 ist am Start und tschüss. Das sieht jedes Mal so cool aus. Könnte ich jedes Mal aufs Neue sehen. Boah, die Rebellenflotte. Diesen Kalamari-Kreuzern. Wir sind bereit für den Start. Viel Glück, Lando. Sobald wir Jabba den Hutten und diesen Kopfgeldjäger gefunden haben, benachrichtigen wir euch. Wir sehen uns an unserem Sammelpunkt auf Tatooine wieder. Wir werden Han finden, das verspreche ich. Die Hand. Das Imperium schlägt zurück. Episode abgeschlossen. Sehr gut. Kommen wir dann ins Menü, gell? ...160.000. Wir haben Namen. So, ich weiß gar nicht mehr, was hat denn gefehlt, um Episode 1 abzuschließen? Wo kommen wir denn jetzt raus? Wie kommen wir denn ins Menü, gell? Lass uns mal kurz ins freie Spiel gehen. Und zwar wieder nach Tatooine. Ich mag es ja einfach am meisten. Ich kann euch... Irgendwie will ich jedes Mal, wenn ich jetzt nichts genaueres vorhab, sondern einfach nur ein bisschen im Menü gucken will, auch einfach eigentlich doof, dass es nicht außerhalb geht, ins Menü zu gucken. Aber ich mag es einfach, hierher zu kommen. Ich habe weitere neue Tipps in meiner Datenbank. Jo, was ist, spielen wir gerade? Ist Obi-Wan, der da rauskommt? Einfach die Musik. Einfach das Gefühl hier. Einfach hier zu sein. Genau, wie war denn das? So konnte man auch da irgendwie gucken. Die dunkle Bedrohung und es fehlt eins von diesen Dingern und zwei Steine. Aber wo konnte man das gucken? Minikits, genau. Minikits, die dunkle Bedrohung. Das hier, oder? Das geht einfach so. Sicher verwahrt. Im Notfall aufbrechen. Okay, ja, genau. Das ist in einem drin und wir kriegen es nicht auf. Aber ich weiß nicht mal genau, was es war, was wir da gebraucht haben. Und das andere... Da haben wir alles abgeschlossen. Nebenaufträge. Da gibt es nichts Genaues. Okay, dann starten wir es einfach mal und probieren. Was passiert, wenn ich das mache? Level starten. Freies Spiel natürlich. Also ich kann ja, glaube ich, durchwechseln, ja. Von dem her soll das kein Problem sein. Und wenn wir es haben, können wir schon abbrechen. So war das. Wir müssen noch genug Kohle haben. Das fehlt auch noch tatsächlich. Verbesserungsmodul? Nee, will ich alles nicht. Es ist lange her, dass ich sowas gesehen habe. Genau, jetzt weiß ich immer noch nicht genau, was ich hier brauche. Wie war denn das? Jar Jar Binks ging nicht, gell?
Jar Jar Binks, ey. Was ist denn das noch? Ah ne, das ist später von selber aufgegangen. So war das. Krass, dass ich das jedes Mal wieder vergesse. Jedes Mal aufs Neue. Ich weiß jetzt nicht genau, wie ich es machen soll, ob ich, kann ich das aktivieren hier? Wenn ich da drauf gehe auf Minikits und da drauf gehe, ich kann es, ja, ich kann es tatsächlich anzeigen lassen. Ah, krass. Ich fürchte, das ist zu neumodisch. Zu neumodisch, genau. Hier braucht man nämlich einen Schrottsammler. Das haben wir auch noch nicht gemacht, oder? Bitte Tastenräuber, jawohl. Hä, wie kriegt der? Ah, der kriegt das auch nicht auf. Denn da drauf? Ich muss es genau mal angucken, aber ich sehe da nichts. Ich muss es irgendwie aufziehen. Aber wie geht das? Ich habe das doch das hier anvisiert, aber was brauche ich hier bitte? Wenn ich jetzt wechsle bitte auf einen anderen Charakter, dann steht hier schon R dran. Dann wechsle ich. Und dann gehe ich hin. Muss irgendwas anderes drücken, hä? Wohl doch zu kompliziert für mich, das Spiel. So, wir gucken das jetzt mal. Wir haben doch hier überall die Grundlagen oder so. Da steht doch bestimmt irgendwo was dabei. Hier vielleicht nicht. Charakter wechseln, Geschichte fortsetzen, Freispiel, Schnellwahl, nee, Fähigkeiten. Schrottsammler. An Wänden entlang laufen, die mit Kratzen, Fußspuren. Ne, das will ich nicht. Kletterstangen. Hä, toll. Das ist tatsächlich eigentlich nicht das, was ich suche. Steinchenwert. Okay, mehr gibt es auch nicht als Lila. Das ist doch doof. Oh, krass. Steht da nicht irgendwo noch was zu Weltenspiel? Galaxieerkundung? Ne. Das ist noch irgendwas zu den Planeten steht, aber tut's nicht. Aber jetzt weiß ich nicht, ich versteh's nicht. Muss ich irgendwas anderes drücken? Ich kann's nicht aufschießen. Oh oh, Mixe kenne das nicht. Ja, aber er eigentlich schon, aber es geht nicht. Da ist doch irgendein Zeichen drauf. So ein grün-braunes Ding, aber ich sehe das, aber ich verstehe nicht mal genau, was das sein soll. Vielleicht ist er auch nicht der richtige Charakter, aber wir haben keinen anderen Schrottsammler, gell? Bald haben wir ganz viele mit E-Box. Vielleicht bin ich irgendwie an der falschen Position. Wie frech, ja. Ja, das geht nicht. Also ich habe jetzt hier alle Knöpfe gedrückt. Und es scheint wohl nicht zu gehen. Ja gut, dann... Dann würde ich sagen, probieren wir das mal irgendwann anders, oder? Ich meine, das bringt uns ja dann auch nichts, oder? Wenn es nicht funktioniert. Ich habe keine Ahnung, an was es liegt. Warum ich hier, ob ich hier zu blöd bin? Bin ich hier gerade zu blöd? Kann schon sein. Muss ich mir mal irgendwann nochmal anschauen. Ein neues Update erhalten. Mein Leben hat wieder einen Sinn. Dann würde ich sagen, dann war es das mit der Folge. Und in der nächsten Folge... beginnen wir dann mit Episode 6. Die Rückkehr der Jedi-Ritter. Das ist doch eine geile Episode. Episode 6. Da freue ich mich drauf.
Vielleicht nicht. Ich weiß nicht, was meine Lieblingsepisode ist. Keine Ahnung. Ich kann es euch nicht genau sagen. Sicher verwahrt. Ja, aber... Mach mal den Auftrag weg. So. Dann vielen Dank fürs Zugucken. Macht's gut. Haut rein und tschüss.